Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurer pfSense Firewall ein VLAN einrichten bzw. erstellen könnt. Zunächst öffnen wir unseren Browser, ich habe mich schon mal angemeldet und wir würden jetzt einmal folgendermaßen vorgehen. Wir gehen einmal auf Schnittstellen, auf Zuweisungen, dann haben wir hier den Punkt VLANs, den würden wir einmal anklicken. Hier sieht man schon Re1, das heißt in meinem Fall ist das der LAN-Port und Re0 ist der WAN-Port. Ich habe in meinem Fall schon Gast-VLAN hinterlegt, dann gehe ich auf Hinzufügen, gebe jetzt in dem Fall die 10 an und wir würden hier einfach Test reinschreiben. Hier ist wichtig, dass ihr oben auch die richtige Schnittstelle auswählt, weil bei WAN kann man das meistens gebrauchen, keine Ahnung, wenn man das Modem falsch eingerichtet hat, dann ist es meistens VLAN 7, aber im Normalfall wird das nicht benötigt, das heißt, ihr geht hier einfach auf Re1 für den LAN-Port. Geht auf Speichern und dann ist erstmal das VLAN hier drin, aber noch nicht richtig zugewiesen. Deswegen steht hier auch nochmal Schnittstellenzuweisung. Ihr klickt da drauf und hier seht ihr schon, das Netz ist nicht hinzugefügt. Das heißt, wenn ihr den nämlich hier jetzt auf Hinzufügen drückt, dann auf Speichern. Da hat er schon gespeichert. Erst jetzt ist das Netz hinzugefügt und jetzt können wir es auch noch umbenennen. Aktuell heißt es Opt2. Das heißt, wir gehen jetzt rein und nennen das erstmal um in unser Test, damit wir einfach einen brauchbaren Namen haben. Und dann haben wir hier einmal Schnittstelle aktivieren, die standardmäßig nicht aktiviert. Und dann haben wir einmal die statische IPv4-Adresse, weil wir möchten dem Gerät eine ganz normale, beziehungsweise der Schnittstelle eine normale statische IP-Adresse geben. Und möchten ja keinen DHCP-Bereich drauf machen. Beziehungsweise wir wollen nachträglich noch einen DHCP-Bereich machen, aber aktuell nicht. Das heißt, hier geben wir ganz normal ein, zum Beispiel 10.20.10.254 und wir geben hier die 24 ein für das normale Netz. Das lassen wir weg und wir gehen einmal auf Speichern. Genau, einmal auf Speichern. Das heißt, wir hätten jetzt einmal Schnittstelle aktiv. Hier oben lädt er noch. Baut ein bisschen. Einmal das. Und nun müssen wir natürlich den DHCP-Server konfigurieren bzw. noch einrichten. Das folgt in dem Fall über die Dienste und über DHCP-Server. Und ihr seht jetzt auch, dass das Testnetz hier auch auftaucht. Das heißt, die Schnittstelle, die hier Test heißt, taucht hier auch auf. Hier klicken wir einmal rein und hier sehen wir, aktuell ist nichts angelegt. Das heißt, ihr geht einmal hin, drückt einmal den Haken für aktivieren und hier könnt ihr da die Range reinpacken, was ihr möchtet. Ich mache normalerweise immer so von ab 100 bis 250 maximal, je nachdem, was für ein Netz das ist. Da das jetzt wahrscheinlich nur ein Testnetz ist, können wir auch gerne von 10 bis 250 gehen. Das ist in dem Fall egal. Genau, beziehungsweise 10 und dann bis 10, 20, 10.250. Dann könnt ihr noch spezielle Server angeben. Wenn ihr zum Beispiel ein Gastnetz macht, ist es sinnvoll, hier dann direkt 8888 und 8844 Google DNS reinzumachen, damit die Clients untereinander sich per DNS-Name nicht finden. Ist nicht nötig, könnt ihr machen. Dann bei Gateway könnt ihr auch leer lassen, nur wenn es ein spezielles anderes ist, weil standardmäßig nimmt er dann automatisch die aus dem Netz, in dem Fall die 254, die wir oben eben für die statische IP angegeben haben. Dann könnt ihr verschiedene Lease-Zeiten ändern, aber ihr seht auch nochmal hier in dem Text, was die Standardkonfiguration der jeweiligen Punkte sind. Und wenn ihr irgendwas speziell anpassen wollt, könnt ihr einfach dann die Zeiten dann so reintragen, die Sekunden oder je nachdem, was gewünscht ist. Kann man hier nochmal runterscrollen. Dann kann man gegebenenfalls auch noch manuelle NTP-Server pro VLAN oder pro Netzwerk angeben. Dann gegebenenfalls auch noch LDAP-Server, dass sie angebunden werden, TFTP und vieles mehr. Genau, dann gehen wir einmal auf Speichern. Wichtig ist hier unten hinzufügen, nicht drücken. Weil das bezieht sich in dem Fall dann nur drauf, wenn ihr zum Beispiel dann feste IP-Adressen für Endgeräte manuell, also so Reservierung erstellen möchtet. Aber das brauchen wir in dem Fall nicht. Gehen wir auf Speichern.
Genau, dann haben wir ihn einmal gespeichert. In unserem Fall haben wir die DNS-Server weggelassen. Und dann gehen wir einmal kurz zurück und gucken, ob wir da was brauchen. Primär muss hier eigentlich nichts mehr angepasst werden. Dadurch, dass wir hier einmal die Adresse genommen haben, wird die als Default Gateway für den DHCP-Server genutzt. Nun fehlt noch die Firewall-Regel, damit ihr auch nach intern, extern, etc. kommunizieren könnt, weil aktuell wäre das VLAN zwar angelegt, aber ihr habt noch keinen Zugriff nach extern ohne die Firewall-Regel. Somit gehen wir einmal auf Firewall, gehen auf Regeln. Hier haben wir schon eine Warnregel, die brauchen wir nicht. Ich zeige euch einmal kurz die Gastregeln und darüber legen wir dann die Testregel an. Einmal auf Gast. Hier sieht man, bei der Gastregel haben wir es so gemacht, dass er erstmal alles in alles kann mit IPv4 und nur das LAN-Netz ausgenommen ist, damit halt die Gastgeräte nicht in das Verwaltungsnetz reinkommen. Das gleiche machen wir jetzt einmal bei Test. Das heißt, wir gehen einmal hier auf Test, geben einmal hinzufügen an, sagen erlauben, sagen Test, IPv4, TCP, erstmal überall hin und Invert Match, das heißt alles bis auf das LAN-Netz. Das heißt, er kann in alle Netze rein, in dem Fall auch WAN, mit allen Ports. Ihr könnt das natürlich reglementieren. In meinem Fall habe ich es erstmal auf Default, also alles freigegeben. Und ihr könnt nachträglich natürlich über die Firewall-Regeln vereinzelte Dienste freigeben, etc. Das heißt, mit Invert Match sagt man einfach alles bis auf. Und dadurch können wir verhindern, dass er in das LAN-Netz reinkommt. Wir gehen einmal auf Speichern. Gehen nochmal auf Änderung speichern. Und jetzt könnt ihr einmal nachschauen. Die Regel ist jetzt identisch wie die Gastregel. Und somit ist auch der Internet-Traffic nach extern gewährleistet. Das war's in dem Fall. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön!